Hallo und herzlich willkommen bei unserem nächsten kleinen IVP-Tutorial hier auf unserem Kanal. Wir kümmern uns heute um das generelle Hinzufügen und Editieren von Maschinen. Dazu haben wir bereits in den letzten Tutorials oder im letzten Teil eine kurze Übersicht über dieses sogenannte Machine Database Window gegeben, wo sich die ganzen einzelnen Business Units finden lassen und das, was so an Modellen bereits in IVP integriert ist. Dafür öffnen wir mal diesen Projektbaum und ziehen uns eine Kantenmaschine einfach nach Belieben hier hin. Die möchten wir hier haben und wir suchen uns noch eine Rollenbahn und diese Rollenbahn setzen wir hier auch noch daneben. So, nun ist es so, dass wir in dieser Übersicht, wenn wir die Maschine anklicken, ich mache mal die 3D-Ansicht noch an, so. Tastenkombination F markiert eine Maschine und wenn wir die Taste F drücken, springen wir jeweils im 2D und im 3D View automatisch hin. F wie finden, kann man sich merken, hilft manchmal, wenn es ein bisschen groß und unübersichtlich wird. So, wenn ich die Maschine angewählt habe, sehe ich zum einen die Außenmaße, wie sie die Maschine laut ihrem 3D-Modell hat und kann sie, wenn ich sie hier an dem mittleren Punkt nach links und rechts schiebe, kann ich sie bewegen. Gleichermaßen funktioniert das hier über die Pfeile in die jeweilige Richtung. Das bedeutet, wenn ich mich mal nur nach links und rechts oder nur vor und zurück bewegen muss und das hier oben nicht mache, weil ich sie aus Versehen verschiebe, dann kann ich das entweder hier über die Pfeile machen oder aber hier drüben, wenn ich auf der rechten Seite auf das jeweilige X drücke, dann kann ich das in sehr, sehr kleinen Schritten nach links und rechts verschieben, beziehungsweise wenn ich dann einen großen Satz machen möchte, gehe ich hier einfach rein, wähle das an, sage den jeweiligen Wert und dann springt die Maschine dahin. Wenn ich sie aus Versehen mal in der Höhe verschoben habe, dass sie uns irgendwie über den Kopf rauswächst, lässt sich die hier mit Z einfach wieder zurücksetzen. Wenn ich die Maschine drehen und rotieren möchte, funktioniert das hier über diese Outside Rotation Points, die wir hier angebracht haben. Hier kommen wir wieder auf den Punkt zurück, wenn wir 90 Grad Rotationsschritte eingeben wollen, dann macht sie das sozusagen in einem größeren Maß. Jedes Mal, wenn ich hier draufklicke, springt sie dann um 90 Grad. Wenn ich das zurücksetzen möchte, gehe ich hier in ins Info-Window und gebe hier einfach den Wert 0 ein oder drehe sie eben um 90 Grad und dann ist auch schon wieder gut. Sollte ich sie spiegeln müssen oder möchten, kann ich sie anwählen und hier oben einfach über diesen jeweiligen Horizontal- oder den Vertikalpunkt spiegeln und somit in die richtige Ausgangslage bringen. Ich kann über einen Rechtsklick auf die Maschine ein Dropdown-Menü aufmachen, in dem ich sie kopieren kann. Wenn ich hier mal draufklicke, fragt er mich, wohin soll die Maschine kopiert werden. Wenn ich mich jetzt für keine dieser Himmelsrichtungen entscheide und einfach irgendwo hinklicke, dann wird die Maschine genau dahin positioniert, wo ich hingeklickt habe. Wenn ich aber möchte, dass die Maschine direkt darüber oder direkt daneben positioniert wird, dann mache ich Klick und dann kommt sie genau dahin. Da daneben, wo sie hin soll. So. Gleiches System funktioniert für Löschen. Wenn ich eine Maschine nicht mehr haben möchte, kann ich sie hier einfach via Rechtsklick löschen oder aber hier oben über den jeweiligen Papierkorb kann ich das auch machen oder wenn ich sage, ich möchte sie doch hier drüber kopieren, einfach Maschine anwählen, hier drauf drücken und fertig. Das gleiche funktioniert auch über die Tastenkombination STRG C, nur STRG V funktioniert nicht, weil er bei STRG V einfach nicht weiß, wo die Maschine hinkopiert wird. Stattdessen, wenn ich V drücke, geht das Virtual Window auf. Darüber erzählen wir das nächste Mal noch ein bisschen mehr. Letzter Punkt für dieses kleine Tutorial, Mehrfachauswahl. Manchmal haben wir ja eine ganze Menge an Dingen, die sich gleichzeitig duplizieren möchten. Taste F, wer aufgepasst hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Rollenbahn hier dupliziere und nun hier oben die Mehrfachauswahl anmache, dann kann ich beide Maschinen gleichzeitig, zum Beispiel über STRG C, kopieren. Wenn ich die jetzt dazu wählen möchte, kann ich die hier alle verschieben oder gleichzeitig drehen, ganz wie ich mag. Das war auch schon das ganz kleine, kurze nächste Video zum Thema, wie füge ich was hinzu, wie lösche ich etwas, wie gehe ich damit um.
Alles Weitere versuchen wir in den nächsten Videos abzudecken. Wenn Fragen sind, wie immer, drunter schreiben, E-Mail schreiben, um Hilfe rufen. Wir kümmern uns dann drum.